Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News der letzten Sendung vor der Sommerpause. Heute geht es zum Beispiel darum, ich habe hier was mitgebracht, Samyang, große Ankündigung von Samyang, OM, der Wiesner sagt was zu OM, Fuji hat eine Firmware-Attacke rausgehauen, Team Wiesner, da gibt es einiges zu berichten, was hat denn das auf sich mit Sommerpause und so weiter, also es bleibt interessant bis zum Ende. So, ich sage kurz, was das ist. Das ist Insta360 Go 3. Und das ist nicht die Kamera, sondern das ist das Gehäuse. Die Kamera ist da drinne. Das ist die Kamera. Und es gibt zum Beispiel gibt diverse Möglichkeiten, die zu befestigen, weil die so klein ist. Du kannst zum Beispiel sowas machen, dir das umhängen. Also das kommt unter das T-Shirt und dann hast du halt das Ding fast unsichtbar vor der Brust und kannst halt rumlaufen, so diese typischen Reise-Influencer. Ich gehe ins Hotel rein oder ich setze mich in mein tolles neues Auto oder ich gehe in mein erste Klasse Flugzeugabteil und habe halt das Ding nur und habe die Hände frei. Und die Kamera, also der Betrachter sieht das, was ich sehe, so wie in so einem Action-Shooter. Ziemlich cool. Man kann das auch an die Schirmmütze machen zum Beispiel. Dann kannst du halt auch so ein bisschen zeigen, das, was du siehst, ne? Besser als also einfacher als eine Helmhalterung. Das Besondere hieran ist, es ist so winzig, dass du Sachen machen kannst, die du mit der GoPro nicht machen kannst. Und es ist so, halt eben, quasi unsichtbar und man kann es halt, wie gesagt, eine Schirmmütze und so weiter und so fort. Und es ist halt sehr convenient. So. Was ist das hier? Das ist die Ladebox, kannst du nachladen. Und du hast einen externen Bildschirm, den du dir halt anschauen kannst. Und das ist halt, unterschätzt das nicht, wie wichtig sowas ist, weil mit einer GoPro zum Beispiel Brusthaltung auf dem Fahrrad, so, das geht, klar geht das. Aber ich kann nicht sehen, was die GoPro sieht. Das heißt, in den meisten Fällen zeigt die nicht das, was sie zeigen will. Weil mich baue ich mich ein bisschen vor oder zurück, schon sehe ich irgendwie nur noch den Boden und nicht mehr meine Hände oder nicht mehr das vor mir und so, weil ich es nicht kontrollieren kann, weil ich sehe das Display nicht. Ich müsste dann die GoPro mit dem Handy verbinden und das Handy so platzieren, dass ich das Handy sehe, ohne dass es runterfällt und so. Während hier, da sehe ich halt eben, das Bild wird übertragen und das heißt, ich kann mal kurz checken, kann das halt irgendwo hinpacken oder könnt ihr jetzt hier Interviewsituation, das da hinstellen auf dem Tisch, so, auf den Tisch stellen und dann halt eben mit euch reden oder so. Also, ne, sagt man immer mal hinschielen, bin ich noch im Bild oder so. Also ziemlich cool, dieses Entkoppelte. Und wie gesagt, ist ein Akku drin. Ist ein bisschen doof zu transportieren, die bringen keine Transportbox dazu, fragt man sich. Beim Vorgänger war das so, da gab es eine Transportbox, wäre irgendwie sinnvoll, ne? Irgendwie, ne? Weil die Linse ist ja empfindlich. Na gut. Wenn du wissen willst, was du mit so einer kleinen Kamera machen kannst, wir haben zu dem Vorgänger, zu der Go 2, haben wir ein Video gemacht, das hat der Sebastian gemacht, oder hat er ein bisschen witzig mit seinem alten Moped da so ein paar Szenen gedreht, wo halt gezeigt hat, wie cool das ist, dass das Ding so winzig ist, was man damit kreativ machen kann. Also das ist was für kreative Leute und super convenient. Also ist viel einfacher zu bedienen als eine GoPro noch, weil so winzig klein, weil du musst das Gehäuse nicht mitnehmen. Ja, wenn du weißt, du willst nur kurz was drehen, nimmst halt nur das Ding mit. Ja, also, ja. Ne? Das ist mein kleiner Finger. Das ist kleiner als mein kleiner Finger. Ein bisschen dicker als mein Finger. So. Also vielleicht ganz interessante Option für dein Urlaubsvideo oder so. Kannst du dir ja sonst mal anschauen. Eigentlich ganz praktisch, ich kann das Ding kurz abnehmen, mit mir selbst reden sozusagen. Das hier ist das Audio aus der Kamera mit Windgeräuschen und allem. Um mal ganz kurz was zu machen für Videoblogging. Zur Not kann man es machen. Wieder so dieses Ein-Mann-Show. Flexibilität ist immer das Wichtigste als Ein-Mann-Show. Ansonsten, was haben wir noch? Samyang. Samyang bringt, oder verbindet sich, schließt sich der L Alliance an. Hat nichts mit Star Wars zu tun, sondern L-Objektive. Die bringen künftig ihre Objektive auch mit einem L-Mount. Ich weiß nicht wann und wie viele und welche und so. Aber Samyang hat natürlich den Vorteil, dass die ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und dadurch wird die ganze L-Geschichte natürlich viel interessanter. Jetzt wird es nicht so viele geben, die sich eine Leica holen mit einem Samyang-Objektiv, vermute ich mal. Aber Panasonic macht ja sehr gute Kameras und auch gute Objektive, aber klar, mehr Objektive und günstigere Objektive macht das System viel interessanter. Also ich gehe davon aus im Hintergrund, dass vor allem Panasonic und Samyang gesprochen haben. Leica und Samyang passt jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen, glaube ich. Weiß ich nicht, behaupte ich jetzt mal so. OM, das ist die ehemalige Olympus, die bringen scheinbar, also ist ein Patent zumindest, eine extreme Version von Pentax Astro Tracer, also wenn das so rauskommt, irgendwie in irgendeiner Weise. Die Idee ist so ein bisschen, du machst Langzeitbelichtung mit Sternen, das ist das Problem, die Kamera steht still, die Erde dreht sich, dadurch drehen sich die Sterne im Grunde, ne? Weil die Kamera dreht sich weg von den Sternen und du hast halt verwischte Sterne. Es sei denn, die Kamera dreht sich mit. Es gibt dann so im Star Trekker, die dann halt die Kamera mitdrehen.
Und wenn die Kamera das eingebaut hat, dass da irgendwie die ganze Kamera sich dreht oder der Sensor sich dreht oder was auch immer, weiß ich nicht, wie es nachher rauskommt, könnte das für Astrofotografen natürlich super interessant sein, weil du kannst länger belichten, hast dementsprechend weniger ISO-Rauschen oder ist halt auch sehr interessant, wenn du Deep Sky machen möchtest. Das wird kein richtiger Star-Trekker sein, aber wenn es so ein bisschen was bringt, für die meisten Fälle reicht ein bisschen. Gerade Milchstraße, Weitwinkel wird es häufig reichen. Statt 20 Sekunden, 60 Sekunden belichten, ja, dann hast du natürlich nachher viel weniger ISO-Rauschen. Also könnte interessant sein. Wenn du noch auf dem Trip bist, dass du super lichtstarke Weitwinkelobjektive brauchst, Nikon. Das 35mm 1.2 fehlt ja noch im Nikon-Setup. Das kommt scheinbar noch diesen Sommer, August, September, also demnächst wird das wahrscheinlich vorgestellt, ist noch ein Gerücht. Also hatte ich alles mal irgendwie 1.2er Objektive und so weiter, mache ich ja kaum noch, weil braucht man eigentlich nicht. Ich filme jetzt mit dem 1.4er Objektiv auf Blende 2.0. Hintergrund ist leicht unscharf, 24mm 2.0 an Vollformat. Und ich bin relativ weit weg, ich bin jetzt nicht super nah dran. Wenn ich jetzt ein bisschen dichter komme, achte drauf, Hintergrund wird unschärfer. Entfernung ist alles, ne? Aber klar, kann man natürlich machen. Das Problem wird sein, dass es relativ groß und teuer ist natürlich. Ist wieder das. Also das ist auch teuer gewesen. Aber ist halt auch gut. Nutzen wir super viel. Dann Fuji, wenn du eine Fuji-Kamera hast, dann lad dir die neue Firmware runter. Es gibt Update für X-T5, X-H2, X-H2S, X-S20. Bei der X-S20 ist auch eine lange Liste an neuen Features, Autofokus verbessert und so. Darf ich sagen, Autofokus war ja super gut bei der X-S20. Der Wiesner hat gesagt, ist mir so okay. Jetzt bringt Firmware-Update, das ist, ne? Das ist jedes Mal so bei Fuji. Also es ist ja nicht böse gemeint. Die bringen halt ein Update, zum Beispiel das Autofokus-Tracking, also die Verfolgung wird scheinbar besser. Das ist genau das, was ich bei Fuji halt immer so ein bisschen kritisiere, dass das ziemlich schwach ist. Und von so ist natürlich gut, dass das besser wird. Dann für die GFX100S, GFX100, GFX50, S2 und die GFX50R. Also Firmware-Updates für fast alle Fujis. So, dann die News der Woche ist natürlich, dass Sony die A6700 vorgestellt hat, nicht die legendäre 7000, auf die Welt wartet, die irgendwie nie kommen wird. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht in meinem Video, weil einfach ich hatte tatsächlich hohe Erwartungen nach Jahren der Entwicklung. Viele meiner Kollegen waren sehr begeistert. Mach dir selbst eine Meinung. Vielleicht, ich muss das noch ganz kurz klarstellen, vielleicht, weil ich in dem Video vielleicht ein bisschen sehr negativ über den Autofokus gesprochen habe, der ist sehr gut. Ich hatte einfach wiederholt in diversen Situationen nicht die Ergebnisse, die ich erwartet habe. So, jetzt kann man einfach sagen, meine Erwartungshaltung war nicht gut. Was ich nicht gemacht habe, ich hatte halt jetzt sehr wenig Zeit. Ich habe jetzt nicht direkt verglichen 6400 und 6700 oder A74 und A6700. Das werden ein paar Kollegen von mir jetzt machen die nächste Zeit. Da kannst du selbst ein Bild machen. Ich hatte halt wiederholt das Problem, dass wenn der Bildinhalt nicht ausgefüllt ist, dass deine Objekterkennung nicht gut war. Und typischer Fall ist halt einfach, ich fotografiere meinen Hund mit dem 70-200er, nicht auf 200mm, sondern auf 70-100mm, also nicht super Tele oder sowas. Und er rennt auf mich zu, das ist immer die schwierigste Situation, und gerade noch verschiedene Lichtsituationen, ist dann schwierig mit dem schwarzen Hund, das ist schwierig. Und da hat er halt längst nicht oft getroffen. Aber ich weiß nicht, ob in der genau gleichen Lichtsituation, ob die A74 da viel öfter getroffen hätte, weiß ich natürlich nicht. Gefühlt ja, aber ich habe es nicht verifiziert, weil ich einfach nicht Zeit hatte, aufwendige Tests zu machen. Aber gefühlt ist die A74 deutlich besser, aber bei Sachen, die weiter weg sind. Das kann, oder wo der Bildschirm nicht ausgefüllt ist. Das kann aber, wie gesagt, falsch sein, natürlich. Das habe ich auch sehr deutlich betont in dem Video. Gesagt, schau dir das eins an, was andere machen. Wichtig ist dabei, wenn du das bei anderen anschaust, dann achte drauf, ist da irgendwas nah. Also das hier, natürlich kann die das. Das kann jede Kamera, das kann ne, kein Kunststück. Sondern schwierig ist ja, was ist, wenn ich da hinten stehe und nur einen Teil des Bildes ausfülle. Fokussiert er dann auf mich oder nicht? Und ist das für dich überhaupt relevant? Für viele ist es nicht relevant. Aber gerade für die, ich fotografiere meinen Hund oder ich fotografiere meine Kinder, die nicht das machen, was ich sage, für die ist das relevant. Weil das Leben so viel einfacher ist, wenn die Objekterkennung geht. Und das muss nicht Auge sein. Ne? Also wenn ich mich da hinten ans Regal stelle, dann reicht ja Menschenerkennung. Da muss ja nicht Auge machen, spielt keine Rolle. Auge oder Gesicht oder Körper ist egal. Hauptsache erkennt den Körper. Und das hat die A6700 eben auch auf Entfernung nicht gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das müsste aber gehen irgendwie. Aber wie gesagt, schaut das bei den Kollegen an. Aber insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht, vor allem, weil, ebenfalls das Video nicht geschaut hast, weil Top-Kamera und halt so ein echt, wirklich, wirklich schlechter Sucher, wirklich schlechtes Display, kein Joystick und so weiter, also wieder so eine fummelige Kamera, was okay ist für eine günstige Kamera. Man muss ja Abstriche machen, aber sie ist halt teuer. Also,
Haptik-Bedienung und so weiter stimmt einfach nicht mit dem Preis, bin ich der Meinung. Das machen andere besser. Bin ich der Meinung. Da kann man eine andere Meinung haben, wie immer, mit Meinungen. So, um das nochmal klarzustellen, bei uns im Blog gibt es natürlich auch nochmal einen Testbericht dazu, wo ich das noch ein bisschen ergänze, wo du auch nochmal ein paar Bilder anschauen kannst, gegenüber dem Video. So, dann gehen wir rüber zu Instagram nochmal von den Ferien. Da sind wieder ein paar sehr schöne Bilder mit dem Hashtag Wiesner News. Zum Beispiel der Hendrik Erdmann, der hat Bas Tölpel fotografiert. Super schönes Bild. Ich weiß nicht, was da im Vordergrund ist. Ob das sieht fast aus wie, ist wahrscheinlich nicht Schnee, ne? Irgendwas Helles halt. Ich hoffe, das ist nicht nur Filter reingezogen im Lightroom, sondern tatsächlich irgendwas vor im Vordergrund. Dadurch sieht es sehr, sehr, die Bastölpe sind halt sehr dankbar. Wenn du einen hellen Hintergrund findest, dann ist es natürlich immer super dankbar mit denen, weil die halt eben sehr hell sind, einfarbig im Grunde, aber nicht schwarz-weiß, also nicht farblos. Und wirklich tolles Bild, wie die beiden da so sehr harmonisch auch von der Position der Köpfe und so weiter. Also tolles Bild, ganz toll gesehen, Hendrik. Dann der Perschel Miche war an den drei Zinnen in Dolomiten. Das ist natürlich immer eine Reise wert und immer ein Foto wert. Da hätte ich eigentlich eine Abenteuertour machen wollen im Juni. Das ist dann irgendwie nichts geworden, weil ich keine Zeit hatte. Aber das wäre eine coole Sache gewesen. Da bin ich wahrscheinlich übernächste Woche nochmal. Mehr dazu gleich, warum ich da nochmal bin. Aber war ich natürlich schon öfter. Und wenn du da noch nicht warst, ja, ist ein Touristen-Highlight, ist wirklich Reisebusse und so, man kriegt keinen Parkplatz. Aber es ist halt auch echt schön. Also es lohnt sich trotzdem. Es ist wirklich sehr cool, da mal einmal rumzulaufen und so. Vor allem bei so einer Wetterstimmung, wie der Perschel das da gehabt hat. So, und dann sind die Schmetterlinge endlich da. Der Frühling, da gab es ja keine Schmetterlinge irgendwie. Inzwischen sind sie da. Der Lavendel blüht und dann kommen die Schmetterlinge bei uns im Garten. Auch bei Starkey, wenn du dich für Schmetterlingsfotografie interessierst, der Starkey, den habe ich schon öfter hier erwähnt, der macht fantastische Fotos von Schmetterlingen. Der ist der Schmetterling-Fotospezialist. Also macht er toll. Farbstimmung und so weiter, harmonisch und also wirklich schöne, ästhetische Fotos. Also nicht so irgendwie eklige Insekten, sondern wirklich schöne Fotos. Macht er ganz toll. Und zum Vergleich, klein ist ganz groß. Man muss nicht immer so nah dran und mit einem super Telemakro oder so, sondern man kann auch mal einen kleinen Schritt weg und ein bisschen was in der Umgebung zeigen. So wie der Chris Kauder immer sagt, Tiere in ihrem natürlichen Habitat. So wie halt jetzt der Schmetterling zwischen den Blumen, so dass man auch ein bisschen drumherum sieht. Kann man natürlich auch sehr, sehr gut machen. Zielfotomagazin Tiere kommt im Herbst. Da ist es auch ein Thema. Zum Beispiel halt eben natürlich Schmetterlinge oder Insekten generell. Auf solche Sachen auf verschiedene Arten und Weisen. Ein paar Tipps und Tricks drin, die ich auch noch nicht kannte. Oder auch Ideen, kreative Ideen. Vor allem halt auch, mach das doch mal so. Ja, stimmt. Könnte ich doch mal machen. Werde ich mal machen in den Ferien. Wenn ich Zeit für sowas habe. So. Dann, was haben wir noch hier? Team Wiesner ganz kurz. Wenn du dich für eine Apple Watch interessierst und so ein bisschen Thema, zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade nämlich mein Ruhepuls in der Nacht oder am Tag oder mein Maximalpuls und all solche Sachen, kann man sich hier anzeigen lassen, auswerten. Dafür gibt es diverse Apps. Ich habe auf dem Stefan Testet Kanal ein Video gemacht mit diversen Tipps und Tricks zu verschiedenen Apps, die ich nutze in Verbindung mit der Uhr rund um das Thema Gesundheit. Also Schritte auf der Uhr anzeigen lassen. Nicht nur irgendwo versteckt auf dem Handy, sondern auf der Uhr immer vor Augen haben, meine täglichen Schritte, so als Motivationshilfe, Pulsauswertung, Statistik, ein bisschen besser als das, was der Apple mir bietet, etc. Stelle ich in dem Video vor. Dann bin ich ja so ein bisschen, ist eigentlich ganz witzig, im Gravel-Fieber. Als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, bin ich sehr viel Mountainbike gefahren, aber eigentlich bin ich Gravel gefahren. Ich kannte den Begriff nur nicht, das ist ja ein neudeutscher Begriff, den es damals noch nicht gab. Aber ich bin eigentlich nie wirklich fieses Downhill gefahren und nie wilde Tracks oder so, sondern eigentlich immer Gravel-Strecken. Und auch immer schon sehr lange Strecken, dann auch schnell mal 150 Kilometer mit vielen Höhenmetern auf dem Mountainbike. Und habe da sehr viel Spaß dran gehabt und habe das jetzt halt wieder entdeckt quasi und bin jetzt völlig begeistert, verkaufe mein Rennrad und habe jetzt halt hier eben ein Gravelbike stehen und so weiter und werde im Sommer auch ein paar Graveltouren noch machen, definitiv. Komm so langsam wieder in Form. So, die Beine werden tun immer weh im Moment. Na gut, gehört dazu. So, und wir machen Ferien. So die nächsten 4, 5, 6 Wochen bin ich nicht weg, ich bin hier und mein Team ist hier, wenn ich weg bin und so weiter, also kannst weiter im Shop bestellen, das dauert vielleicht mal einen Tag länger, aber per se ist der Shop besetzt, wir sind hier. Ich bin aber 10 Tage weg mit Matthias Koch,
dem Felix Röser und dem Sebastian zusammen sind wir in den Alpen unterwegs, zum Beispiel in Dreizinnen, habe ich letzte Woche schon gesagt. Wir haben 2 VW-Busse gemietet, also Camper-Busse, und wir starten von München und Frankfurt und treffen uns dann irgendwo und fahren dann einmal so ein bisschen quer durch die Alpen ein paar Tage und machen Foto-Challenges. Es wird sich total lohnen, folgt uns auf Instagram, auf unseren Instagram-Stories. Wir machen auch noch eine Webseite, wo man so ein bisschen sieht, wo wir sind und was wir machen und so, sodass du uns ein bisschen tracken kannst. Und dann gibt es am Ende natürlich ein paar Videos mit hoffentlich sehr viel Inspiration vor allem auch. Also wir wollen so Fotoaufgaben uns gegenseitig stellen und so, und also soll eine Gaudi sein, aber auch was zum Lehren, Lernen natürlich dabei sein. So, deswegen ist hier ein bisschen Chaos im Moment, weil ich schon anfange, alles so zu sammeln und zu packen und so, was ich so alles mitnehmen will und dann doch nicht brauche. Ich nehme immer zu viel mit, ne? Naja, vielleicht mache ich noch ein Ausrüstungsvideo, wenn ich nächste Woche noch Bock habe. Im Moment, in den nächsten Wochen mache ich so ein bisschen nur das, worauf ich Lust habe. Ich hoffe, das ist auch mal okay. Aber weil ich ein Workaholic bin ich ja trotzdem hier. Also, falls du jetzt in die Ferien fährst, wünsche dir ganz schönen Urlaub, schöne Ferien, genieße es, erhol dich gut und wir sehen uns dann auf Instagram und in den nächsten Videos, weil natürlich kommen noch mal ein paar Videos, aber weniger. Tschüss.